Die Krise in der Ukraine droht zu eskalieren. Die Lösungsansätze des Westens sind bisher gescheitert. Was schlagen Sie vor? Es gab keine Lösungsansätze des Westens, sondern es gab eine Aufhetzkampagne des Westens. Man muss sich mal vorstellen, da fahren Politiker aus Amerika und aus der Europäischen Union nach Kiew auf den Maidanplatz und hetzen dort die Leute gegen Russland auf. Man stelle sich einmal vor, es hätten russische Politiker sich nach Athen begeben und hätten dort, weil sie Demonstrationen der Griechen gegen die Beschlüsse der Troika aus IWF, also Internationalen Währungsfonds, Europäischer Zentralbank und Europäischer Kommission, in Kritik standen, hätten dort die Griechen gegen die EU aufgehetzt, was dann die Reaktion gewesen wäre. Aber die Europäische Union nimmt sich selbstverständlich heraus, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen Landes einzumischen, dort die Leute aufzuhetzen. Und dann sind sie entsetzt über den Scherbenhaufen, den sie angerichtet haben, und sagen, der Putin ist schuld. Die europäische Diplomatie, sogenannte Diplomatie, ist schuld an der ganzen Misere. Die hat diesen eher fragwürdigen Oppositionskräften und Putschisten Unterstützung nicht nur zugesagt, sondern auch gewährt, um das Land zu destabilisieren. Das heißt, die unmittelbare Verantwortung für diese Situation hat die Europäische Union. Ist der neue Ministerpräsident der Ukraine, Arseniy Yatsenyuk, denn überhaupt demokratisch legitimiert? Aber überhaupt nicht. Das ist ein Putschist, der jetzt hofiert wird. Jetzt ist er sogar im Weißen Haus empfangen worden. Die Europäische Union ist so verrückt und will mit ihm ein Assoziierungsabkommen abschließen, das sie mit dem vorhergehenden Präsidenten nicht zustande gebracht haben. Das sind Putschisten. Die sind unter fragwürdigen Umständen überhaupt an die Macht gelangt, unter Bruch des Verfassungsrechts an die Macht gelangt. Und soweit ich informiert bin, ist das auch noch ein hochrangiges Mitglied der Scientology-Sekte. Damit ist ja dann relativ klar, wie die ganzen Stränge laufen. Das heißt also, hier macht die Europäische Union einen Fehler nach dem anderen und es kann kein Zufall mehr sein, sondern es muss Auftrag sein, weil so blöd kann man einfach auf Dauer nicht sein, dass man die Dinge nicht sieht. Nachdem der estnische Außenminister der Frau Ashton am Telefon mitgeteilt hat, dass die Sniper, die damals auf dem Maidanplatz die Leute erschossen haben, sowohl Polizisten wie auch Demonstranten, dass die sogar von den Putschisten bezahlt wurden, hat man das Ganze heruntergespielt. Sagt, ja, das muss jetzt aufgeklärt werden. Hätte es umgekehrt gelautet, dass es Beweise gäbe, dass es die damalige Regierung gewesen wäre, wäre das Anklagefundament für eine Anklage in Den Haag beim Gerichtshof. Hier spielt man das Ganze herunter. Das heißt also, hier gibt es ganz, ganz massive Verdachtsmomente, dass hier ganz gezielt Menschen umgebracht wurden, um die Situation am Maidanplatz eskalieren zu lassen, um mit der Eskalation Politik gegen Russland machen zu können. Und das alles im Wissen, welche Bedeutung der Osten der Ukraine für Russland hat, im Wissen, welche Bedeutung die Krim für Russland hat, auch im Wissen, dass die Mehrheit der Bevölkerung im Osten der Ukraine russisch ist und dass die allerüberwiegendste Mehrheit der Bevölkerung auf der Krim russisch ist. Im Wissen darum geht man in ein Land und provoziert dort eine Chaos-Situation in der Meinung, man könnte damit Russland die Krim abspenstig machen und sie damit sozusagen ihrer Supermachtrolle zu berauben. Jeder weiß, dass wenn die Krim für Russland weg ist, dass sie dann keine Supermacht mehr ist, weil sie keinen Mehrzugang mehr im Süden hat. Das weiß man alles. Und daher ist alles das, was die machen, schlicht und einfach die Provokation eines Krieges. Ich bezeichne diese Leute als Kriegstreiber und Kriegshetzer. Und das hat man ja auch in der Parlamentsdebatte so zu hören bekommen. Es waren eindeutig kriegstreiberische und kriegshetzerische Reden. Viele EU-Politiker, die Sie als Kriegstreiber bezeichnen, rechtfertigen sich damit, dass Sie ja für Menschenrechte und Werte in der Ukraine werben. Das ist die Groteske zum Quadrat. Da geht es gar nicht um Menschenrechte. Vielen Menschen hat man dort Luxus in Aussicht gestellt, weil die Leute glauben, dass wenn sie zur Europäischen Union kommen, dann kommt der Luxus automatisch. Das sind die falschen Signale. Das hat man den Rumänen und den Bulgaren schon beigebracht, dass der Luxus nicht automatisch kommt. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich diese ganzen komischen Gruppierungen, die zum Teil unglaublich militant waren. Die nächste Frage, wer hat die trainiert? Wer hat die Trainingscamps bezahlt? Dieser ganzen Profi-Putschisten dort. Wer hat das alles organisiert? Wer hat das bezahlt? Wo kommen die Mittel her? Wo kommen auch die Waffen her, die dort eingesetzt wurden? Wo kommen die Sniper her, die Leute erschossen haben? Dass das alles Dinge sind, die schlicht und einfach darauf hindeuten, dass man hier bewusst im Vorfeld Russlands eine Eskalationsstrategie betrieben hat, um schlicht und einfach Russland in die Ecke zu treiben. Dass Russland reagieren wird müssen, war jedem klar.
Und daher sage ich, wenn man das im Wissen um die Verhältnisse dann trotzdem macht, ist man Kriegstreiber und Kriegshetzer. Der Westen wirft den Russen Völkerrechtsbruch vor. Ja, stimmt das? Ist überhaupt das Größte. Erstens hat Russland die Krim im Jahre 1954, das heißt damals unter Khrushchev, an die Sowjetrepublik, an die ukrainische Sowjetrepublik geschenkt. Ja, das ist überhaupt eine groteske Situation. Vorher war die Krim eindeutig. Ja, man kann ja, dass der Herr Khrushchev damals was innerhalb der Sowjetunion verschenken konnte, ist überhaupt das Größte. Aber die Krim war über Jahrhunderte, spätestens seit Katharina der Großen, war das ein russisches Territorium, ist russisch besiedelt und hat eine strategisch enorme Bedeutung für Russland. Das weiß jeder. Und wenn die Bewohner der Krim jetzt von ihrem Recht Gebrauch machen, sich abzuspalten, dann ist das geltendes Völkerrecht. Das ist das Recht auf Selbstbestimmung. Das ist ein anerkannter Grundsatz des internationalen Völkerrechts. Den hat man in Kosovo, als man den Kosovaren gestattet hat, sich von Serbien abzuspalten, selbstverständlich strapaziert diesen Grundsatz. Jetzt soll auf einmal der Krim-Bevölkerung nicht erlaubt sein, was man vorher der Bevölkerung im Kosovo erlaubt hat. Da sieht man schon diese Doppelzüngigkeit und Doppelbödigkeit, mit der man hier vorgeht. Und immer dann, wenn der Westen besonders viel Moralin verspritzt, besonders deutlich von den Menschenrechten spricht, dann weiß man, dass es im Hintergrund in Wahrheit um ganz anderes geht. Am 16. März ist das Referendum in der Krim. Sie werden dort sein als Beobachter. Ja, ich werde dort als Wahlbeobachter hinfahren. Erstens, um auch Zeuge und Augenzeuge vor Ort zu sein, wie das Wahlprozedere abläuft. Zweitens, um damit auch einen symbolischen kleinen Beitrag, mehr kann ich nicht tun, zum Erhalt des Friedens zu leisten. Mir als Familienvater von 6 Kindern ist es ein Anliegen, dass wir Frieden in Europa erhalten können. Und ich spiele bei dem ganzen Konzert der Kriegstreiber nicht mit. Ich will sozusagen dagegenhalten, mit meinen bescheidenen Möglichkeiten, aber ich will dagegenhalten. Und ich fordere die österreichische Öffentlichkeit, ich fordere die europäische Öffentlichkeit auf, der Kriegstreiberpolitik ihrer Führungen nicht mitzuspielen. Und nicht Vorschub zu leisten, sondern Widerstand zu leisten, weil wir auf diesem Kontinent nur dann Frieden haben werden, wenn wir in Russland den Partner sehen und vor allem den Gesprächspartner sehen und nicht den Feind. Russland hat keine feindlichen Gefühle uns gegenüber. Wir produzieren dort feindliche Gefühle, indem wir dort, insbesondere in der Ukraine oder auf der Krim, unglaubliche Dinge inszenieren, die uns so nicht zustehen und die wir so auch etwa in Jugoslawien ganz anders entschieden haben. Und das darf man nicht unterschätzen. Die Russen sind nicht so dumm, wie der Westen glaubt. Auch die russische Bevölkerung weiß ganz genau, wie sie die Dinge einzuschätzen hat. Und ich möchte mir vor Ort eben selber ein Bild machen, um das auch dann im Westen transportieren zu können. Die deutschen Wirtschaftsnachrichten schreiben, dass die jetzige Stimmung, die Angst vor einem möglichen Krieg, vor allem den etablierten Parteien nutzt. Wäre es paranoid zu denken, dass diese ganze Inszenierung rund um Kriegsgefahr inszeniert ist? Das weiß ich nicht. Ich will mal sozusagen die Motive nicht schlechter einschätzen, als sie ohnehin erkennbar sind. Aber eines ist sicher, und das muss ich der deutschen Öffentlichkeit schon sagen, wenn sie ausgerechnet noch jene mit Unterstützung belohnt, die diese Krise überhaupt herbeigeführt haben, und ich betone es noch einmal, Merkel und Steinmeier sind schick Girls und Chic Boys der Amerikaner, die genau deren dreckiges Handwerk dort verrichten. Und das ist wirklich grotesk, dass man nicht sich im Klaren ist, was es bedeutet, wenn dort ein deutscher Außenminister oder eine deutsche Kanzlerin sich derartig aufspielt, welche Gefühle und welche Erinnerungen das bei den Russen hervorruft. Und im Wissen darum sage ich, liebe deutsche Öffentlichkeit, belohnt es nicht auch noch jene Parteien, die für die Situation, für diese gefährliche Situation, die jederzeit in einen heißen Krieg schwappen kann, verantwortlich zeichnen. Ich erinnere nur daran, dass nach der Sicherheitskonferenz in München man die Deutschen aufgefordert hat, sie müssen sicherheitspolitisch eine größere Rolle spielen. Das hat keine 2 Wochen gedauert, machen die exakt, was ihnen aufgetragen wurde. Ja, in deinem sozusagen Befehlsempfängergehabe tun sie genau das, was ihnen auf der Sicherheitskonferenz... Man nennt es heute Verantwortung in der Welt. Ja, das wäre schön, wenn das die Verantwortung wäre. Die Verantwortung betrifft in erster Linie Verantwortung für die Erhaltung des Friedens, aber nicht Verantwortung denen gegenüber, die einem die Aufträge erteilen. Und das ist hier keine Verantwortung für die deutsche Bevölkerung für den Erhalt des Friedens,
was nach wie vor der deutschen Bevölkerung ein Anliegen ist, auch der österreichischen Bevölkerung, sondern hier geht es darum, dass die sich hoffentlich sicherlich nur ihren Auftraggebern gegenüber verantwortlich zeigen, aber nicht der deutschen Öffentlichkeit gegenüber. Deswegen mein Appell an die deutschen Wähler, belohnen Sie doch bitte um Himmels Willen nicht auch noch jene, die diese ganze Kriegsgefahr und die ganze gefährliche Situation herbeigeführt haben, und das ist Merkel und Steinmeier. Ähnliches gilt vermutlich auch für Österreich. Österreich schweigt dazu. Wir haben keine eigene Außenpolitik mehr. Ja, Bruno Kreisky wird wahrscheinlich in seiner Urne rotieren. Wir haben keine eigene Außenpolitik mehr, sondern wir haben nur mehr eine Befehlsempfängerpolitik im Außenministerium, die das macht, das gleiche gilt für das Kanzleramt, die das macht, was Brüssel und was Berlin ihnen vorgibt. Und damit ist keine österreichische Außenpolitik mehr vorhanden. Deswegen ist es auch vollkommen egal, ob unser Außenminister schon volljährig ist oder noch minderjährig. Es ist völlig wurscht, weil die genau das machen, was ihnen aus Brüssel und aus Berlin vorgegeben wird.